Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Mensch und Medizin. Wir sind heute zu Gast am Asklepios-Klinikum in Bad Abbach, genauer gesagt am Zentrum für orthopädische und rheumatologische Rehabilitation. Und zu Beginn unserer Sendung, da wollen wir Ihnen einen kleinen Überblick über die Reha-Klinik geben. Das Asklepios-Reha-Zentrum Bad Abbach ist eine hochmoderne Klinik. Anschlussbehandlungen, Heilverfahren und Sanatoriumsbehandlungen sämtlicher Erkrankungen des Bewegungsapparates werden hier durchgeführt. Ein Team aus Ärzten, Pflegefachkräften, Physio- und Ergotherapeuten sowie Psychologen erarbeitet für jeden Patienten ein ganzheitliches Therapiekonzept. Für den stationären Aufenthalt stehen insgesamt 268 Einbettzimmer zur Verfügung, die alle mit Balkon und eigener Nasszelle ausgestattet sind. Und weil auch die richtige Ernährung zur Genesung der Patienten beiträgt, stellen die Küchenchefs der Reha-Klinik den Speiseplan in Absprache mit Diätassistentinnen zusammen. Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt ein erster Blick auf das Reha-Zentrum in Bad Abbach. Und bei mir ist jetzt der Klinikmanager Sven Oelkers. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne. Herr Oelkers, welche Behandlungen, welche Verfahren werden denn hier am Reha-Zentrum durchgeführt? Sprich, welche Patienten kommen denn zu Ihnen? Wir sind eine Fachklinik für die Bereiche Orthopädie und Rheumatologie. Dementsprechend werden Patienten mit den Behandlungsindikationen im Reha-Bereich orthopädische Bewegungsapparate oder auch rheumatologische Erkrankungen hier umfassend behandelt. Dafür stehen entsprechend ausgebildete Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte und sonstige Beteiligte am Behandlungsprozess zur Verfügung. Hier in Bad Abbach sind die Patienten entweder teilstationär oder stationär untergebracht. Wie unterscheiden sich die beiden Arten denn? Bei den teilstationären Leistungen kommen die Patienten tagsüber hierher, bekommen ihre Behandlung und gehen abends wieder nach Hause. Während die stationären Patienten ja wie beim Hotelaufenthalt den ganzen Tag und auch die Nacht hier verbringen. Das heißt, dafür sind die stationären Patienten hier auch vollumfänglich versorgt. Das heißt, die bekommen Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, entsprechende Rahmenveranstaltungen auch noch rumherum während des Aufenthalts und haben dann auch etwas mehr Zeit und Ruhe, sich auf den Genesungsprozess einzustellen und den zu genießen. Hier am Reha-Zentrum in Bad Abbach wird natürlich auch der Leitgedanke von Asklepios, Qualität, Innovation und soziale Verantwortung gelebt. Was heißt das, beziehungsweise was bedeutet das für die Mitarbeiter und aber auch für die Patienten? Der Leitgedanke ist ja ein sehr komplexer Überbegriff, der natürlich auf die verschiedenen Bereiche runtergebrochen wird. Das Wichtigste ist ja die Qualität. Die Qualität wird natürlich hier intern mit internen und externen Verfahren regelmäßig gemessen. Das heißt, es geht über Patienten- und Mitarbeiterbefragungen, aber natürlich auch über eine externe Qualitätssicherung, wo sozusagen Patienten im Nachhinein nochmal angeschrieben werden und den Behandlungserfolg subjektiv darlegen, aber auch der Behandlungserfolg natürlich von unseren Therapeuten, soweit es möglich ist, gemessen wird. Wichtig für die Qualität ist natürlich auch die entsprechende Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter hier im Haus. Deshalb werden natürlich die Leute regelmäßig weitergebildet und an die entsprechenden Behandlungskonzepte, die weiterentwickelt, entsprechend der neuesten Methoden. Und dieser Leitgedanke wird dann aber auch weiter runtergebrochen auf die Pflege und auf alle anderen weiteren Bereiche, die sozusagen diesen Überbegriff Qualität, Innovation und soziale Verantwortung hier mit weitertragen. Und der Patient soll im Endeffekt am Ende der Behandlung auch merken, dass dieser Leitgedanke nicht nur auf dem Papier steht, sondern durch diese ganzen multiprofessionellen Teilnehmer oder auch Mitarbeiter in dem Behandlungskonzept und im Behandlungsteam hier umgesetzt wird. Ja, ein weiteres Stichwort vielleicht noch. Wie wichtig sind Ihnen hier am Haus denn Zertifizierungen? Zertifizierungen sind für uns sehr wichtig, einfach weil dadurch immer unabhängig man regelmäßig überprüft wird, ob die Prozesse und Abläufe so laufen, wie sie laufen sollen, aber auch die Behandlungsqualität entsprechend abgebildet ist. Dazu zählen bei den Zertifizierungen natürlich verschiedene. Wir sind einmal Mitglied bei dem Qualitätskliniken.de, das ist ein unabhängiges Qualitätsportal von den privaten Klinikbetreibern, wo auch die Daten veröffentlicht werden. Unabhängig davon werden wir alle 3 Jahre nach KTQ, also das ist ein spezielles Siegel im Gesundheitswesen für Kooperations-, Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen, zertifiziert. Und dabei ist dann auch das BAR von der Bundesagentur für Rehabilitation das Zertifikat mit dabei. Das sind aber nur so die, sagen wir mal, die primären Bereiche. Nebenbei wird natürlich noch zertifiziert das Thema Hygiene, Küche, Speisenversorgung, also alle Bereiche, wo der Patient auch nicht direkt was mitbekommt, werden natürlich auch regelmäßig intern und extern Checks unterzogen und die Ergebnisse auch entsprechend transparent dann dargestellt. Aber auch gutes
ja, gute Hinweise für den Patienten, dass er hier wirklich gut aufgehoben ist. Ja, das Hauptziel ist ja, dass der Patient sich hier gut behandelt, das ist ja das Wichtigste, gut behandelt fühlt und auch gut aufgehoben fühlt. Und diese ganzen Qualitätsindikatoren oder auch Befragungen sollen natürlich uns auch helfen, zu sehen, wo ist noch Verbesserungspotenzial da. Das heißt, es wird ja nicht einfach abgefragt, sondern die Ergebnisse, die da gewonnen werden, werden ja auch in Arbeitsgruppen weiterentwickelt und entsprechend umgesetzt, weil ein ständig lernendes System sich ja da auch weiterentwickelt und man immer ganz schön gerade durch die Patienten da Hinweise kriegt oder auch Anregungen, was man noch verbessern könnte. Und Patientenzufriedenheit ist eigentlich der wichtigere Indikator, ob der Patient mit dem Gesamtaufenthalt, sowohl von der Betreuung her, wie auch medizinisch und pflegerisch, wie auch mit dem Rahmenprogramm, was hier geboten worden ist und vor allem mit dem Behandlungserfolg, das ist ja das Kernkriterium, erfolgreich entlassen wird und sagt, ich habe es geschafft in dieser Zeit, die ich hier war oder sein durfte, wieder eigenständig zurückzukehren ins Berufsleben, ins Arbeitsleben und kann wieder selbstständig meinen Tagesablauf organisieren und ohne Einschränkungen mein Berufsleben fortführen. Gut, Herr Oelkers, das war's schon. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und danach werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Bereiche des Reha-Zentrums. Willkommen zurück bei Mensch und Medizin. Wir haben Ihnen vor der Pause das Reha-Zentrum hier in Bad Abbach ja schon etwas genauer vorgestellt. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Abteilungen, genauer gesagt auf die Sportorthopädie und die Rheumatologie. Das Zentrum für rheumatologische und orthopädische Rehabilitation in Bad Abbach steht für eine enge Verzahnung der beiden Disziplinen. In der orthopädischen Reha haben es die Therapeuten und Ärzte vor allem mit sogenannten AHB-Patienten zu tun. Sie kommen für eine Anschlussheilbehandlung in die Reha-Klinik. Zum Beispiel, wenn sie ein neues Gelenk bekommen haben oder aber auch nach einer Wirbelsäulenoperation. Das Therapiekonzept umfasst unter anderem die Gewöhnung an die neuen Bewegungsabläufe, Verbesserung von Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Wichtig für eine optimale Genesung und Rehabilitation die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Klinik. Wichtig ist halt hier in so einem Zentrum, dass wir kurze Wege haben, wörtlich, dass die Patienten von da nach da schnell kommen und einfach auch die kurzen Telefonwege, dass, wenn mal ein zusätzliches Problem entsteht, uns die Pflege, der Masseur oder der Physiotherapeut oder der Ergotherapeut oder auch der Psychologe Bescheid gibt, hier müssen wir mal zusammenarbeiten. Das ist auch das Wichtige, dass das der Patient auch merkt. Hier bin ich gut aufgehoben, hier ist mein Anliegen auch, egal wo ich es vorbringe, es wird weitergetragen. Es bleibt nicht irgendwo in der Ebene hängen. Aber auch auf die Behandlung von Sportverletzungen ist das Team um Dr. Maas spezialisiert. Ein Spitzensportler, der regelmäßig in Bad Abbach vorbeikommt, ist Läufer Philipp Flieger. Er hatte vor kurzem ein paar Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur, lässt sich aber auch mal durchchecken, wenn alles in Ordnung ist. Wichtig ist mir vor allem, und das schätze ich hier eben sehr, dass wir hier proaktiv normalerweise vorgehen. Ich bin relativ regelmäßig hier, einfach immer wieder auch im Trainingsprozess zum Durchchecken, um kleinere Problemchen möglichst früh zu erkennen und eben auszumerzen, bevor sich dann irgendein größeres Problem daraus entwickelt und das normalerweise dann auch einfach Zeit kostet, das wieder ins Lot zu bringen. Ich denke, dass bei Hochleistungssportlern ganz wichtig ist, dass die ihren Körper erkennen können, wie Philipp oder die anderen Leichtathleten, die in regelmäßigen Abständen kommen, oder dann, wenn sie merken, es stimmt irgendwas mit meinem Sprunggelenk nicht. Ich habe zwar keine Schmerzen, aber ich laufe nicht rund. Dann die Ursache aufzudecken und die Folgen, die das für andere Gelenke, Knie oder Hüftgelenk oder Rücken haben kann, gleich im Anfangsstadium zu unterbinden, bevor ein Sportschaden entsteht. Das ist, denke ich, die Schlüsselstelle, wo man eben angreifen muss. Zweiter Schwerpunkt des Reha-Zentrums in Bad Abbach ist die rheumatologische Rehabilitation. Chefarzt Dr. Josef Seidel betreut die Patienten vor Ort. Zu uns kommen jetzt die Patienten nicht so sehr, weil die Entzündung sehr ausgeprägt ist, sondern die kommen zu uns, weil sie mit ihrer chronischen Erkrankung doch Probleme bekommen haben. So als Beispiel eine junge Frau, die an chronischem Gelenkrheuma erkrankt ist, die ist, was die Entzündung betrifft, sicher schon gut eingestellt. Sie hat Probleme jetzt trotzdem. Sie ist verunsichert, sie hat Ängste, sie weiß nicht, wie das mit ihrer beruflichen Seite weitergehen soll. Sie weiß nicht, ob die Familienplanung noch so funktioniert. Sie hat vielleicht Angst vor Medikamenten, die sie jetzt nehmen muss.
Es hat noch sehr viel Unsicherheit und Informationsbedarf. Und das ist eigentlich so der Grund, warum Patienten hier zu uns in die Reha kommen. In einem Aufnahmegespräch legt Chefarzt Dr. Seidel gemeinsam mit den Patienten persönliche Reha-Ziele fest. Ergotherapeuten, Psychologen und Physiotherapeuten helfen dann, den Rheumapatienten wieder fit zu werden. Egal in welchem Bereich, der Mensch steht am Asklepios-Reha-Zentrum Bad Abbach im Mittelpunkt. Nur so kann eine optimale Heilung und Rehabilitation gefördert werden. Weitere Informationen zur Reha-Klinik finden Sie im Internet unter der eingeblendeten Adresse. Das war unser Besuch am Reha-Zentrum des Asklepios-Klinikum in Bad Abbach. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie jetzt den ein oder anderen Beitrag noch einmal anschauen wollen, wie immer finden Sie die komplette Sendung auch auf unserer Homepage unter tvaktuell.com. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.